herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster High New Ghoul in School. Ich hoffe, am Sonntag hat euch mein 2000 Abonnenten-Video gefallen gehabt. Und heute werde ich etwas schüsseliger mit den Bewegungen in dem Spiel sein, weil ich habe Windows ein Update bekommen und leider ist es so, dass das Windows-Update ein bisschen kaputt ist. Das heißt, dass ich kein Gamepad benutzen kann. Das heißt, ich werde jetzt mit Keyboard und Maus spielen oder Tastatur. Und dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, das wird jetzt etwas schwierig. Können wir denn schwenken? Okay. Wir können jetzt mit den... Ach so, wir müssen, glaube ich, auch... nicht können. Wir müssen mit allen Schülern jetzt sprechen, weil letztes Mal hat uns ja die Tollei gesagt gehabt, dass wir mit den Schülern sprechen sollten, damit wir wissen, was wir machen können oder was wir machen sollen. Und ja, dann werden wir das auch machen. Huch, jetzt schwenkt dieser Pfeil überall hin. Ach, guck, haben wir alle richtig eingesammelt. Das ist sehr schön. Ja, wie gesagt, ich hoffe... Ups, falsche Richtung. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen und, ja. Runter. Ist auch alles sehr komisch jetzt. Ich muss auch jetzt mit, W, A und SD mich bewegen und halt springen mit der Leertaste. Aber das bin ich auch schon gewohnt. Aber ansonsten halt Enter oder irgendwie sowas. Normalerweise spiele ich das ja mit einem Xbox-Controller, damit, weil es einfacher ist. Entschuldigung, falsche Taste. Kommt jetzt wahrscheinlich etwas öfters vor. Und da ist auch schon Cathy, mit der wir reden müssen. Dann schwimmen wir mal hoch. Will sie jetzt irgendwie? Okay. Und Enter. Soll ich euch sagen, was an der Monster High getan werden muss, um den Schülern mehr zu bieten? Ganz einfach, das Monster-Schüler-Café braucht neue Stühle und einen Flachbildschirm, um beim Essen fernzusehen zu können. Die Automaten müssen auch repariert werden. Na, das stimmt, die sehen doch etwas kaputt aus, sieht man ja hier. Da kommt zwar noch was raus, aber es sieht trotzdem sehr kaputt aus. Da sammeln wir dann noch kurz die Geistermünzen ein. Wisst ihr ja, dass man das immer machen sollte, damit wir nachher oder später einkaufen gehen können? Ich weiß gar nicht. Hatte ich ja in der letzten Folge gefragt? Ich glaube nicht. Moment. Tab. Ach, hier war das, ne? Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich euch gefragt habe. Ich habe euch gar nicht in den Kommentaren gesehen gehabt. Okay, dann frage ich einfach nach dieser Episode. Muss ich einfach dran denken. Moment, die Kamera ist eh... Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen werden. Sollten wir schon hinkriegen, also mit dem Springen hier. Okay, Moment, Kamera. Okay, hoch. Okay, ja, das kriegen wir so einigermaßen hin. Nein! Ach. Okay, spring einfach. Spring einfach hier raus. Nee, will sie nicht. Okay. Oh nein. Einfach nur an die Leiter. Ach, jetzt bin ich hier stecken geblieben. Okay, wir lassen das einfach heute mit der heutigen Folge. Ich weiß, man sollte immer Sachen einsammeln, aber es sieht irgendwie nicht so gut aus mit Tastatur, weil ich das irgendwie nicht kann. Okay. Claude. Kannst du mir folgen? Was? Achso, ich glaube, er meint auf unserem iCoffin oder dem Twitter oder was auch immer das hier bei der Schule ist. Aber was will denn der Pfeil jetzt? Vorne, hinten, oben, unten? Okay, will er dann doch hier hin. Okay, dann können wir noch die Sachen hier schnell einsammeln. Das sollte ja eigentlich recht einfach gehen. Und ja, dann fragen wir die Schüler. Aber das ist auch so was Doofes, ne? Wenn man den Controller dann jetzt einsteckt, dann, da ist eine Schließfachkombination, die wir haben. Okay, einmal ist das die 5, die 7 und die 3. Richtig. Oh, das ist schön.
9 von 20 und 2 Schließfächer von 20. Ja, aber mit dem Controller ist es halt blöd, weil ich kann jetzt halt auch nichts spielen, also fast nichts. Und da ist auch noch eine Kombination. Mensch, wir haben schon ganz schön viele gesammelt. 7, 3 und 4. Ach, siehst du? Ach, ich habe auch gerade nachgedacht. Ich kann dann wahrscheinlich auch Barbie... Ach, dann mache ich noch ein Video oder so dazu. Okay. Ach so, sind das nicht... Moment, Kamera. Das sind doch, Colt und... wie hieß der nochmal? Ah, genau, Heath Burns. Diese Automaten sind echt seltsam. Manchmal kommt eine Limo raus, manchmal Geistermünzen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir die reparieren sollten. Weil ansonsten ist halt das Problem, dass da Geistermünzen rauskommen. Und das ist ja für die anderen Schüler ist das ja eigentlich gar nichts. Ach, hier sind ganz viele... Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Nein, hier waren wir noch nicht. Okay. Rochelle Goyle. Oh, das ist einfach. Als erstes muss die Anzeigetafel für den Kistenball repariert werden. Als Chefin der Schülersicherheit habe ich mich schon vor Ewigkeiten darüber beschwert. Wenn sie eines Tages auf das Cheerleading-Team stürzt, wird vielleicht endlich jemand etwas tun. Naja, das kennt ihr ja sicherlich, obwohl man das ja nicht jemandem wünschen darf. Das kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr irgendwie, wenn da irgendwas kaputt ist in der Schule, wird, oder bei uns ist es halt so, dass wenn was kaputt ist oder was nicht richtig funktioniert oder gefährlich ist sogar, dass dann, Moment, da war doch irgendwas dahinter. Kamera. Ach, guck mal. Wir haben eine Schließfachkombination gefunden. 2, 4 und 1. Dann ist es natürlich auch so, dass... ich will jetzt irgendwie erst hier hoch. Dass halt die Leute erst was machen, wenn dann halt schon was passiert ist. Was eigentlich sehr, 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 sehr schade ist. Zum Beispiel, wir hatten hier einen Spielplatz, der... Die haben neue Spielplatzsachen hingetan. Wieso geht das jetzt nicht? Okay, jetzt geht's. Nee, jetzt geht's wieder nicht. Ja, haben da halt neue Spielplatzsachen hingetan und da war halt dann das Problem, dass die, dass da ein Kind runtergeflogen ist und es hat sich den Rücken irgendwie verletzt. Ach, das war nur für die Schließfachkombination, okay. Ja, das hat sich den Rücken verletzt gehabt und das Problem dabei war dann halt, dass es jetzt, also das Kind ist jetzt gelähmt von dem Hals runter und kann sich jetzt auch nicht mehr bewegen. Das könnte natürlich, oder das hätten die natürlich verhindern können, wenn die auf die anderen erstmal gehört hätten und gesagt hätten, guck mal, das ist viel zu hoch, da haben sich die Kinder schon den Arm gebrochen, aber da hat halt niemand was gemacht gehabt. Und so würde ich auch sagen, dass es eher etwas besser ist, ne, wenn halt die Leute gleich was machen würden und nicht immer nach dem, was richtig Schlimmes passiert ist. Venus McFlytrap, vielen Dank fürs Fragen. Zweifellos sind es diese widerlichen Stühle im Monsterschülercafé. Ein Pflanzenmonster wie ich kann sich ihnen nicht nähern oder in der Nähe sitzen. Sie sind giftig. Falls ihr das regeln könnte, wäre ich auf ewig dankbar. Oh, und ein großer Fernseher an der Wand, damit wir Ever After High sehen können. Das wäre unheimlich toll. Okay, dann schauen wir mal. Oh, da ist noch was. Hallo? Wie hoch? Achso, das ist, weil die Maus da weg ist. Okay. Der Schülerrat hat mich gerade gefragt, wie ich die Schule verbessern würde. Ein Schülerrat, der sich kümmert. Hashtag Monstergut. Ah, okay. Ja, mich auch, Edwina. Ungeheuer cool, falls du mich fragst. Sieht so aus, als würden sie es versuchen. Ich glaube, sie werden etwas Monstermäßiges machen. Ja, ja, das werden wir. Okay, dann schauen wir mal auf der Karte. Nee, Ziele erst. Okay, wir müssen jetzt nur zum Unterricht gehen, weil wir schon die ganzen, Leute hier gefragt haben. Und ich glaube, wir können da eine kleine Abkürzung nehmen, indem wir einfach hier hochgehen. Und ja, ich hoffe, wo ihr seid, ist das nicht genauso, weil es war halt wirklich schon schlimm zu sehen. Der Junge kann jetzt halt wirklich nichts mehr machen, also gar nichts mehr. An dieses glitschige Ding springe ich jetzt nicht. Da springe ich nur mit dem Controller hin, ohne Controller jetzt nicht. Okay, obwohl wir da hingehen sollen. Okay, wir gehen trotzdem einfach mal hin. Enter. Oh, guck mal, eine Schließfachkombination. Siehst du, ist doch gut, dass wir hier gekommen sind. 1, 7 und 3. Wie falsch. Ach so, 1,
7 und 2. Okay. Richtig. Ich glaube, man kann die auch öffnen. Wir haben jetzt 20 von 30 Spinnen. Das ist doch schon sehr, sehr gut. Man kann die auch öffnen, ohne die Kombination zu haben. Aber dann ist es immer so ein riesen Rumgerätsel. Und dann suchen wir lieber die Kombination, als dann hier 3 Stunden oder jetzt 50 Folgen lang festzusitzen. Okay. Ach so, ich dachte, da ging es hoch. Okay, das ist jetzt einfach der untere Gang. Dann sehen wir jetzt, was denn als nächstes kommt. Und zwar mit Tap. Okay, Ziele. Sprich mit... Ach, die blöde Maus ist wieder mit. Sprich mit Slow-Mo und bring die Karotten zu Deuce. Geh zum Cheerleader-Training. Also das Cheerleader-Training machen wir als letztes. Wir bringen jetzt erstmal... Nee, da schauen wir jetzt erstmal auf unsere Karte und schauen, was auf unserem Level ist. Gar nichts. Okay, das ist das, also die Hauptquest. Da gehen wir jetzt noch nicht hin, oder die Hauptaufgabe. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Deuce. Dann können wir danach die Karotten zu... Entschuldigung. Da können wir dann danach mit Slow-Mo sprechen, weil der ja gleich außen dran ist. Sind wir jetzt von da gekommen? Jetzt lass mich mal schnell schauen. Ja, genau. Da können wir nämlich ganz schnell hier runtergehen. Das wissen wir schon. Das ist die Abkürzung, wo wir hin müssen. Und dann können wir einfach den Fall ganz normal folgen. Oh, was ist das denn? Heißt das, dass wir das Neues hier im Shop haben? Oh, also das ist ja ein schönes Oberteil. Okay, das dürft ihr danach entscheiden. Nicht jetzt. Okay. Dann machen wir einfach weiter und folgen unserem lieben Pfeil hier. Der weiß genau, wo es hingeht. Das ist Slow-Mo, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen hier erst zu der Küche. Und Deuce die Karotten geben, die wir eingesammelt haben. Bonita, hast du den Essig benutzt? Wir verwenden hier keinen Essig. Invisibilly, benutzen wir hier auch Essig? Nein, warte, was machst du jetzt? Ich backe Schokoladenkekse. Oh, na klar, da muss definitiv Essig hinein. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich sehe nur zu, wie all diese schrecklichen Fehler macht. Da stehen mir einfach die Schlangen zu Berge. Ganz locker, halt deine Schlange ruhig. Scheint, als könntest du was kochen. Ja, ich kann kochen, okay? Und weißt du was? Ich kann es fantastisch, Kumpel. Kumpel, irgendwie so. Warum hast du nichts gesagt? Wir hätten deine Hilfe ganz klar gebrauchen können. Weil ich nicht will, dass es jemand weiß, aber könnte ich dir ein paar Dinge zeigen? Ja, bitte, zeig uns. Kuroki, du hast die Karotten, oder? Der Schocker, jetzt pass auf, ich zeige dir, wie man das macht. Uns zeigt das anscheinend nicht. Sowas aber auch. Jetzt kostet mal. Oh, wow. Oh, das wird den Deckel in der Creeperteria des Kästchens abblasen. Die Suppe steht morgen auf der Karte. Wir haben mehr als genug Karotten, um sie für alle zu kochen. Alles klar? Klingt großartig. Danke, Kuroki. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum ich Angst hatte, es zu sagen. Naja, morgen ist ein neuer Tag und ich fühle mich wie ein neues Monster. Na, das ist doch schön. Dann haben wir jetzt damit geredet. Aber wer tut denn bitte schön Essig in Schokokekse rein? Also die würde ich auch nicht essen wollen. Oder wie geht's euch? Würdet ihr Schokokekse in Essig essen wollen? Ich glaube nicht. Okay. Ich weiß, es sieht etwas blöd aus, wie ich jetzt hier rumrenne. Das tut mir so leid. Ich bin das nicht gewohnt mit dem Controller. Ich hoffe, das geht bald weg. Also ich hoffe, dass das ändern die bald. Rutschen die Kopfhörer davon. Okay, jetzt sollten wir... Moment, muss ich kurz einstellen. Was ist das? Ah, Bonita Femur. Schockierende Neuigkeiten heute im Kochclub. Ich wusste nicht, dass du es kochen kann. Naja, der wollte doch nicht, dass das alles wissen. Aber jetzt wissen es halt doch alle. Okay, jetzt sollten wir mit Slow-Mo reden. Den nehme ich gleich... Ups. Bei uns nebenan ist, das tut mir schrecklich leid. Das war jetzt mein Nagellack. Gleich hier.
Hallo Kuroki, ich kann dir nicht genug für die Gesangsstunden mit Operette danken. Sie ist eine tolle Lehrerin. Ich bin viel besser geworden. Ich zeig es dir. Grr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 r